Zähneputzen ist Teil der täglichen Morgen- und Abendroutine. Das weiß fast jedes Kind. Allerdings gibt es noch viel mehr Aspekte rund um den gesunden Mund. Wir haben das Wissen der Duisburger zum Thema Zahngesundheit auf die Probe gestellt. Die erste Frage ist, man sollte die Zähne immer sofort nach dem Essen putzen. Ist das wahr oder falsch? Nee, das ist richtig. Also gerade wenn man älter wird, entwickeln sich bestimmte Zahnlücken, da setzt sich immer was ab. Also ja, muss man. Falsch? Wahr? Falsch. Warum? Weil doch Säure zurückbleiben kann auf dem Zahnbelag und dann wird der Zahnschmelz angegriffen. Genau die richtige Antwort, super. Wie häufig sollte man denn die Zahnbürste wechseln? Also ich wechsle die alle 3 Monate. Also 6 Monate sollte man sie auf jeden Fall wechseln. Ja, im Monat 2-3 Mal kommt man hin, ja. Alle 4 bis 6 Wochen. Kann man schlechte Zähne vererbt bekommen? Ich könnte mir vorstellen, dass eine Veranlagung da sein kann, weiß ich nicht. Ja, ist eine Veranlagung auch. Nee, nein, absolut nicht. Wissen Sie, auf welche Faktoren man beim Kauf einer Zahnpasta achten soll? Eigentlich braucht man gar keine, ne? Naturvölker putzen auch ihre Zähne, indem sie auf Holz oder irgendwas kauen. Fluor, vielleicht wenn man sensible Zähne hat. Auf Empfindlichkeit, dass die Zahnhälse halt, die Freiligen geschützt werden, das war das Einzige. Und dass sie halt diese komischen Kristalle nicht hat, die das abrubbeln, also den Zahnschmelz abrubbeln. So, kommen wir zur letzten Frage. Wissen Sie, ob man Zahnseide besser vor oder nach dem Zähneputzen benutzen sollte? Nach. Warum? Ich benutze sie nach. Ja, weil ich dann genau sehe, was da noch nicht in Ordnung ist. Nach dem Zähneputzen, hm? Warum? Es könnte ja immer noch was von der Zahnbürste drin sein, hm? Vorher. Auch, ja, vorher. Vorher. Ja, weil ansonsten dann sind die Reste, die Speisereste raus und den Rest erledigt die Zahnbürste. Die meisten unserer Teilnehmer wussten ziemlich gut Bescheid. Nicht nur am Zahngesundheitstag haben Karius und Baktus hier keine Chance.